Im Schuljahr 2017/18 waren österreichweit 37.781 Schüler zur standardisierten Reife- und Diplomprüfung kurz Matura zugelassen. Das geht aus aktuellen Daten der Statistik Austria hervor. Wie bereits in den letzten Jahrzehnten lag der Frauenanteil mit 57,6% deutlich über dem der Männer, 42,4%. Kunstfach Mathematik gleich vorweg, Mathematik war die größte Herausforderung für Österreichs Maturanten. 22,4% 2017, 11,9% der AHS-Schüler fassten bei ihrem ersten Antritt ein, nicht genügend aus. Dank Nachprüfung besserten sich die meisten, ihre negative Note aus 7,1% blieben trotzdem auf dem Fleck sitzen. 2017, 4,8% an den BHS verringerte sich der Anteil der negativ beurteilten Schüler von 19,7% durch die Nachprüfung auf 5,5%, 2017 von 9,1% auf 3,5%. Das Bildungsministerium hat bereits Maßnahmen angekündigt, heute.at berichtete. In den anderen beiden Hauptfächern, Deutsch und Englisch, konnten die Maturanten eher durchatmen. Die ohnehin schon niedrige Durchfallquote beim ersten Termin wurde durch die Nachprüfung noch einmal gedrückt. Hätten sie die Aufgaben geschafft? Finden Sie es im heute.at Quiz heraus. Größer als AHS hat mehr ausgezeichnete Erfolge. 84,5% der Schüler durften über einen positiven Abschluss jubeln, während 13,5% in mindestens einem Prüfungsteil negativ benotet wurden. 2% schlossen die Matura nicht vollständig ab, etwa aus gesundheitlichen Gründen oder aufgrund von fehlenden schriftlichen Arbeiten. Laut Statistik Austria ist die Erfolgsquote von AHS und BHS etwa gleich hoch, 84,2 bzw. 84,7%. Allgemeinbildende höhere Schulen haben aber mit 20,3% ausgezeichneten Erfolgen, fast doppelt so viele wie berufsbildende höhere Schulen, 10,5%. Rechnet man AHS und BHS zusammen, ergibt sich folgendes Bild. Regionale Unterschiede wenig überraschend, die meisten Matura-Abschlüsse gibt es in Wien. Das liegt natürlich nicht daran, dass die Menschen hier begabter wären, sondern an der höheren Bevölkerungsdichte. Die Bundeshauptstadt ist aber das Schlusslicht, wenn man die erfolgreichen Abschlüsse in Relation zu den angetretenen Schülern setzt. Wien landet mit 82,2% auf dem 9. Platz im Bundesländerranking, haucht den besser Schnitt Tirol mit 82,6% ab. Die Spitzenreiter sind das Burgenland 88%, die Steiermark 87% und Kärnten 86,5%. Der allgemeine Trend: diese erste Datenwelle von 2018 erfasst nur den Sommertermin. Es ist somit noch nicht klar, wie viele Menschen in diesem Jahr insgesamt die Matura abgeschlossen haben. Fest steht aber, dass die Zahl der Reifeprüfungen in den vergangenen Jahrzehnten stetig gestiegen ist. 1970 legten in ganz Österreich nur knapp über 16.000 Menschen die Prüfung ab, 2010 waren es über 42.000. Danach blieben die Zahlen stabil, übrigens, 1970 maturierten doppelt so viele Männer wie Frauen, doch das änderte sich schnell. Die Schülerinnen hatten ihre männlichen Kollegen eine Dekade später beinahe eingeholt. Seitdem legen deutlich mehr Frauen als Männer die Reifeprüfung ab. In den vergangenen Jahren hat sich die Schere zwischen den Geschlechtern aber deutlich verlangsamt. 2017 legten 24.557 Frauen die Reifeprüfung ab, aber nur 18.166 Männer, eine Differenz von 6.391. Punkt. Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at. Das könnte Sie auch interessieren. Jetzt kommentieren, Kommentar lesen.